Kapitel 5.2 Das islamische Urteil über Wahrsagerei. Aufgrund des mit der Wahrsagerei verbundenen Frevels und der Häresie hat der Islam ihr gegenüber eine sehr harte Haltung eingenommen. Im Islam ist es nur erlaubt, mit Wahrsagern in Kontakt zu treten, wenn man sie ermahnt, ihre verbotenen Praktiken aufzugeben. Kapitel 5.2.1 Der Besuch von Wahrsagern. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, hat Regeln aufgestellt, nach denen jede Form des Besuchs von Wahrsagern eindeutig verboten ist. Sophia überliefert von Hafsa, der Frau des Propheten, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, das Gebet desjenigen, der sich einem Wahrsager nähert und ihn nach irgendetwas fragt, wird 40 Tage und Nächte nicht angenommen werden. Die Strafe ist in diesem Hadith nur für den Besuch und für die Befragung des Wahrsagers aus Neugier festgesetzt. Dieses Verbot wird auch vom Hadith von Muawiyah ibn al-Hakam unterstützt, indem er sagte, O Gesandter Allahs, es gibt wahrlich Leute unter uns, die Orakel besuchen. Der Prophet antwortete, geh nicht zu ihnen. Diese ernste Strafe wurde allein schon für den Besuch bestimmt, da es der erste Schritt ist, an die Wahrsagerei zu glauben. Geht jemand als Zweifler zu einem Wahrsager und treffen manche dessen Vorhersagen zu, so kann er ein wahrer Anhänger der Wahrsagerei werden und leidenschaftlich an die Wahrsagerei glauben. Derjenige, der einen Wahrsager aufsucht, ist immer noch verpflichtet, die Pflichtgebete im Zeitraum der 40 Tage zu beten, selbst wenn er dafür keine Belohnung bekommt. Falls er das Gebet insgesamt vernachlässigt, begeht er eine weitere große Sünde. Nach der Mehrheit der Rechtsgelehrten verhält es sich hier ähnlich wie bei den islamischen Regelungen zum Gebet in gestohlenen Sachen. Sie sind der Ansicht, dass die Verrichtung eines Pflichtgebetes unter normalen Umständen einen zweifachen Effekt hat. Erstens, man erfüllt seine Verpflichtung zum Gebet. Zweitens, man erhält eine Belohnung. Betet man das Gebet in gestohlenen Sachen, erfüllt man zwar seine Verpflichtung, aber bekommt keine Belohnung dafür. Infolgedessen verbot der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, die gleichen Pflichtgebete zweimal zu beten. Kapitel 5.2.2 Der Glaube an die Wahrsager. Nach islamischem Urteil ist es Kufr, also Unglaube, einen Wahrsager aufzusuchen und zu glauben, dass er das Verborgene und die Zukunft kenne. Abu Huraira und Al-Hasan überliefern beide vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, dass er sagte, wer auch immer sich einem Wahrsager nähert und daran glaubt, was er sagt, ist abgefallen vom Glauben an das, was Muhammad offenbart wurde. Mit diesem Glauben spricht man der Schöpfung einige der Eigenschaften Allahs zu, die mit der Kenntnis des Verborgenen und der Zukunft zu tun haben. Dies zerstört Tawhid al-Asma wa Sifat und ist eine Form des Schirk in eben dieser Kategorie des Tawhid. Das Urteil des Kufr schließt analog diejenigen mit ein, die Bücher und Schriften von Wahrsagern lesen, ihnen im Radio zuhören oder im Fernsehen zusehen, da die Wahrsager des 20. Jahrhunderts ihre Vorhersagen gewöhnlich auf diesem Wege verbreiten. Allah sagt im Koran eindeutig, dass niemand außer Allah, nicht einmal der Prophet Muhammad, das Verborgene kennt. Allah sagt, bei ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen. Nur er kennt sie. Surah
Al-An'am, Vers 59. Dann sprach er zum Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie folgt. Sprich, ich habe nicht die Macht, mir selbst zu nützen oder zu schaden, es sei denn, Allah will es. Und hätte ich Kenntnis von dem Verborgenen, wahrlich, ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht, und Übles hätte mich nicht berührt. Sura Al-A'raf, Vers 188. Ebenso sagt er, sprich, niemand in den Himmeln und auf Erden kennt das Verborgene, außer Allah, und sie wissen nicht, wann sie wieder auferweckt werden. Sura An-Naml, Vers 65. Daher sind all die verschiedenen Methoden, die auf der Welt von Orakellesern, Wahrsagern und dergleichen benutzt werden, für Muslime verboten. Sei es Handlesen, Yi-Ying, Glückskekse, Teeblätter oder auch Tierkreiszeichen. Sie alle sind Methoden, die von sich behaupten, ihre Anhänger über die Zukunft zu informieren. Allah hat jedoch mit klaren Worten gesagt, dass er allein die Zukunft kennt. Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der Stunde. Er sendet den Regen nieder, und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Und niemand weiß, was er sich morgen zufügen wird, und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Sura Luqman, Vers 34. Daher müssen Muslime äußerst vorsichtig sein, wenn sie mit Büchern, Zeitschriften, Zeitungen oder Menschen, die auf die eine oder andere Weise von sich behaupten, Wissen über die Zukunft oder das Verborgene zu haben, in Kontakt kommen. Deshalb soll ein Muslim, wenn er zum Beispiel über kommenden Regen, Schnee oder andere Wettererscheinungen spricht, den Satz Insha'Allah, so Allah will, hinzufügen. Ähnlich verhält es sich, wenn ein muslimischer Arzt seiner Patientin vorhersagt, dass der Geburtstermin ihres Kindes in 9 Monaten oder an einem bestimmten Tag sein wird. Er sollte stets Insha'Allah hinzufügen, da solche Aussagen nur auf statistische Daten beruhende Schätzungen sind.